Wir sind in dieser Wertvollserie und ich staune, was ihr alles zusammen mir erzählt, was da passiert. Jemand muss ein Wertvollkärtchen geben und dann, was da Gott immer wieder macht. Und ich staune, jetzt gerade auch diese Woche habe ich x Geschichten gehört, wo Leute ein Wertvollkärtchen gegeben und so, was Gott hat gewirkt. Also Kinder, die den Nachbarn überall sich verteilen und solche, die in die Bucht gegangen und dort Leute verteilt oder eine Kassiererin oder einen Buschauffeur oder ganz, ganz viele Geschichten. Und eine Geschichte hat mich besonders berührt. Wir haben letzten Mittwoch, am Donnerstag, haben wir eine Kleingruppe gehabt und dann hat jeder so ein bisschen erzählt, was er erlebt hat mit diesen Kärtchen. Und eine Geschichte hat mich sehr berührt. Einer, der gerade temporär als Gärtner gearbeitet hat, hat Hecke geschnitten und sieht eine ältere Frau über dem Gartenzaun und geht zu und bringt ihr so ein «Du bist wertvoll, Kärtchen». Und dann ist sie so berührt worden und gesagt, das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt. Und dann hat sie angefangen, aus ihrem Leben zu erzählen. Sie ist schon ganz eine alte Frau, er schätzt sie über 90. Und sie sieht, wo meine Tochter war 21, ist sie in einem Autounfall ums Leben gekommen. Und sie hat das wie mit sich getragen und hat geheult durch das. Und der Michael hat dann sagen, schau, aber es gibt einen, der Hoffnung gibt. Das ist der Jesus, in diesen ganz schwierigen Situationen. Und schau, vielleicht gibt es irgendwo über einem Gartenzaun jemanden, der es gehört haben muss. Und vielleicht ist nächste Woche eine Möglichkeit, wo du noch mal 3 Kärtchen verteilen kannst. Und wo Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Weil sie merken, sie sind wertvoll. Weil das Wertvollste, was wir weitergeben können, ist unser Glauben. Etwas Wertvolleres haben wir es nicht. Weil es gibt nichts Wertvolleres als der Glauben an Jesus. Und ich möchte mit euch jetzt heute ein bisschen Petrus anschauen. Petrus, der diesen wertvollen Glauben hat gefunden. Ich möchte 3 Bereiche aufzählen, die in seinem Leben wichtig waren. Das erste ist, wertvoller Glaube ist ein Geschenk. Und der Petrus schreibt, dass es ihm ist geschenkt wurde, der Glaube. Wir lesen nämlich im 2. Petrus 1,1, wo er sagt, dieser kostbare Glaube, er sagt, der kostbare Glaube, er ist kostbarer als Gold, das ist das Kostbarste, was die Welt überhaupt gesehen hat. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt durch Jesus Christus, unseren Gott und Retter. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus sich da zurückerinnert. Am See Genezareth war er da am Fischernetz gerade waschen, kommt von einem Fischzug zurück, mit den Brüdern zusammen, mit dem Papa. Das ist nämlich Jonas und Söhne AG, Fischereikompanie am See Genezareth, wohlhabender Betrieb und so, und ihm ist es gut gegangen. Und nachher kommt da plötzlich Jesus vorbei und sagt, hey Petrus, folg mir nachher. Stell dir das einmal vor, du bist auf der Bütz. Dann kommt irgendeiner vorbei und sagt, komm, folg mir nachher. Was würde echt da passieren? Petrus lädt alles sein, das Fischernetz, alles zusammen und folgt dem Jesus nachher. Alles verlassen. Seine Versicherung, sein Einkommen. Und Jesus hat gesagt, schau, die Füchse, die hier Gruben, die Vögel, die hier irgendwo Nester, aber ich weiß nicht, wo ich die nächste Nacht schlafe. Und wo wir futtern, wissen wir auch nicht. Aha, und ich habe gute Zeit entgegen. Und so war er mit Jesus unterwegs gewesen. Und eines Tages fragt nachher, sagt der Petrus nachher zu Jesus, du, eigentlich habe ich ja alles verlassen jetzt für dich. Und dann sagt Jesus folgendes in Matthäus 19, Vers 29. Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Jetzt sagt er hundertfältig. Es wird mal im Himmel einen hundertfältigen Lohn geben. Hat mir irgend von euch einer gerade einen Franken? Irgendjemand einen Franken? Du musst vorkommen mit dem Franken. Ein Franken. Aber die Person kommt vorher mit dem Franken. Also, jetzt gibst du mir einen Franken. Und weißt du, was Jesus macht? Jesus gibt dir eine Hunderternote. Das ist jetzt kein Witz. Ich gebe dir die 100er-Note, ich nehme dafür den Stutz. Gell? Aber so macht es Jesus, verstehst du? Ich mache das Beispiel jetzt echt. Das ist ja so, wirklich, in dieser 100er-Note kannst du machen, was du willst. Aber das ist der Unterschied, versteht ihr, was ich meine? Jesus, können wir etwas Fränkli geben? Jesus, können wir ein Fränkli geben? Und er gibt uns 100 Stutz. Er sagt 100-fach. Wenn wir das mal vorstellen könnten, was das ist, der kostbare Glaube. Es ist so etwas Kostbares. Und weißt du, so etwas Kostbarem haben wir auch Sorge. Es ist ein Geschenk. Es geht sich nicht so, dass man ein Geschenk hat, hat man besonders Sorge, ja, dass man es bewahrt.
Und hier hat der Petrus ein Geschenk bekommen und gemerkt, das ist kostbarer als alles andere. Und schau, die Bibel sagt so, dass man so dem Sorge haben soll. Er sagt zum Beispiel im Hebräer, im 10. Kapitel, Vers 35, so werft nur euer Vertrauen oder euer Glauben nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Also, tu jetzt nicht aufgeben, das Geschenk. Weil das wird einmal eine riesige Belohnung. Hundertfach. Heisst noch gar nichts von dem, was wir uns vorstellen können. Das ist viel mehr. Eine grosse Belohnung. Und er sagt, du jetzt nicht verlieren. Und hier bei uns im Westen ist das relativ noch einfach, etwas zu verlieren. Weisst du, Glauben? Weil wir haben viele andere Möglichkeiten. Wenn ich in den Ländern bin, wo Christen verfolgt werden, wie die den Glauben verinnerlicht haben. Auch wenn sie wissen, vielleicht bin ich morgen im Gefängnis, solche, die gefoltert werden, sogar solche, die das Leben lassen, die sagen, hier lassen wir den Glauben nicht nehmen, weil der ist kostbarer als alles andere. Ihr könnt mich foltern, ihr könnt mir machen, was ihr wollt. Den Glauben, den kostbaren Glauben gebe ich um keinen Preis. Das ist mir mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Und darum habt Sorge zu dem kostbaren Glauben, der dir ist geschenkt wurde. Jesus ist bei dir vorbeigekommen. Nicht du bei ihm, sondern er ist bei dir vorbeigekommen. Wie Jesus bei Petrus ist vorbeigekommen und hat dir ein Geschenk gemacht. Das ist in alle Ewigkeit so gigantisch. Hundertfach mehr, als du dir vorstellen kannst. Du bist so beschenkt worden mit einem himmlischen Glauben, mit etwas vom Himmel. Da könnten wir dem Gott einmal Applaus sagen und sagen, danke vielmals für den kostbaren Glauben, den du mir hast gegeben. Das Zweite, wo der Petrus hat mitbekommen, dass der Glaube getestet wird. Wert von einem Glauben wird getestet. Und das sagt er nachher im 1. Petrus, im 1. Kapitel, Vers 7. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob und Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Jetzt sagt er hier, dass du wirst Lob bekommen, Ruhm bekommen, Ehre bekommen, wenn du Jesus begegnest. Stell dir mal vor, im Himmel werden die Engel Standing Ovation machen, wenn du ankommst mit dem kostbaren Glauben, den dir Gott hat gegeben. Und du kommst an und Gott sagt, ja, du hast Glauben gehalten, du bist treu gewesen. Und er ist getestet worden, durch Schwierigkeiten gegangen. Er ist geläutert worden wie Gold, Schlacken weg und er ist so edel. Und schau, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, wird erleben, dass der Glaube früher oder später getestet wird. Beim Petrus ist er auf das Äußerste getestet worden. Er hat ja zu Jesus gesagt, schau, Jesus, ich möchte nicht, dass du ans Kreuz gehst und dort stirbst und so. Und nachher sagt Jesus ihm gerade, weiche hinter mich, Satan. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment so. Aber Petrus hat gleich weitergefahren, an Jesus zu glauben. Er hat nur gemerkt, okay, das ist Jesus selber schon ernst zu sterben. Und eben Abendmahl am Schluss, wo er Jesus sagt, ich würde jetzt gekreuzigt werden, dann sagt nachher der Petrus, aber weißt du was, ich würde zu dir halten. Nein, ihr würdet mir alle verlassen. Nein, ich würde fighten für dich. Und das ist doch gut gemeint von Petrus. Das würden wir doch alle lassen. Für unseren Jesus würden wir fighten. Aber Jesus kennt eben den schwachen Petrus besser, kennt uns besser. Und jetzt sagt Jesus etwas so Wunderbares. Er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Weißt du was? Gott hat für dich schon gebetet. Jesus hat für dich schon gebetet als Fürbitter, dass dein Glaube nicht aufhört. Und nachher ist der Test gekommen. Wo Jesus ist nachher verraten worden, ist auspeitscht worden. Und Petrus geht so in die Distanz mit und sieht, wie er nachher bei dem Hohen Rat verhört wird, wo sie mir Dornenkronen aufsetzen. Und er ist fuss und sieht das Ganze. Und dann kommt so ein Max zu ihm und sagt dem Petrus, ja, du bist doch einer von denen. Du gehörst doch auch zu Jesus. Und dann hat er gesagt, nein, den Jesus kenne ich nicht. Ein zweites Mal kommt die Magd wieder und sagt, mal deine Sprache verraten, du bist schon vom See Genezareth. Dann sagt er, nein. Und dann tut er immer mehr ausrufen und sagt, nein, Jesus kenne ich gar nicht. Und noch das dritte Mal, wo er sogar die ganze Sache verflucht. Und in dem Moment sieht er zu Jesus und Jesus schaut ihm zu. Und Jesus schaut mit seinen liebenden Augen in die Augen von Petrus. In dem Moment fährt er einfach weinen. Er rennt raus und weint bitterlich. Und weißt du, manchmal passieren uns Fehler, wo wir rausrennen, wo wir bitterlich weinen, weil wir uns an Jesus enttäuscht haben. Aber weißt du was? Jesus hat schon vorher gebetet. Er hat schon vorher gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Er hat schon vorher gebetet. Auch wenn du den grössten Test gehst und denkst, jetzt ist es zu viel. Weißt du was? Jesus hat schon vorher gebetet. Und jeder, der Jesus nachher folgt, wird erleben, dass sein Glaube getestet wird. Jeder. Und ich staune hier Kirche, wie da Leute sind, die dranbleiben. Wenn ich denke, solche, die noch kein Heiliger erlebt haben,
wo die Männer jetzt da sind und die Frauen daheim sind und jetzt am Leiden sind. Ihr seid Helden, Glaubenshelden. Die Frauen daheim, die sind Glaubensheldinnen, die am Leiden sind und trotzdem an Gott festhalten und trotzdem den Glauben bewahren. Nicht aufgeben, am Glauben dranbleiben. Das sind die Helden. Sättige, die durch Schwierigkeiten sind gegangen in Ehe, wo die Sache zerbrochen ist und man hat gebetet und es ist nur schlechter geworden. Aber du hast am Glauben festgehalten, du bist immer noch im Gottesdienst, gehst nicht auf. Weißt du, du bist ein ganz grosser Held, wenn du nicht aufgehst. Sättige, die Partner verloren haben, sättige, die Schwierigkeiten haben am Arbeitsplatz oder gesundheitlich oder was auch immer. Und wir haben gebetet und bis jetzt ist keine Heilung passiert. Und weißt du, wenn du dranbleibst, bist du ein ganz grosser Held und der Glaube wird so kostbar wie Gold. Wenn ich bei einer Heidi vorbeigehe oder bei einer Rosemarie, wo du das Leiden gerade angesehen hast im Gesicht, ich gehe immer aufgestellt heim. Immer. Weil ich sehe das Gold, das zum Vorschein kommt, das so edel ist, das so kostbar ist. Wisst ihr, wir erwarten mehr Heilung. Aber wenn man dann durch Prozesse gehen vom Leiden und trotzdem an Heilung glaubt. Das ist das ganz Grosse. Und darum, der Glaube ist Gott bei dir am Testen. Früher oder später kommt jeder da durch. Und ich weiss noch, am Anfang, als ich hier ein bisschen angefangen habe, sind wir wirklich ganz befreundet mit einer Familie. Und eines Tages, ich weiß nicht warum, das gehört ja zum Erziehungsprogramm von Gott, ist er mir voll in den Rücken gefahren, wie ein Messer in den Rücken. Und ich habe nicht mehr gewusst, wie. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin in die Alphütte hochgegangen und Gott, ich will mit dem ganzen Zeug aufhören. Dann sehe ich in der Alphütte hinter so einen Bibelvers hängen, was heisst, Psalm 37,5, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und in dem Moment, wenn ich dort auf die Knie gesagt, ja Gott, du wirst es gut machen, ich kann dir meine Wege anbefehlen. Und du machst es schon gut. Und schau, wir kommen nicht darum, um zu vergeben als Christen. Wir werden enttäuscht werden von anderen Christen. Auch von Leuten, die uns ganz lieb sind. Ich weiß nicht, warum das ins Erziehungsprogramm von Gott gehört, dass wir müssen vergeben müssen. Aber heute geht es mir schon viel ringer. Das geht relativ schnell, ist schon vergessen und schon vorbei und ist schon gar nicht mehr das Thema. Wir können besser werden, weißt du, im Vergeben. Und schau, manchmal ist in der Kirche eine wirklich Herausforderung zu sein, weil es gibt immer wieder Geschwister, die was vielleicht nicht so gut machen mit dir, oder vielleicht ich auch nicht, oder so. Ich bin auch nicht ganz der Einfachste. Aber wenn wir miteinander dranbleiben, ist das so kostbar. Kostbar ist, eine Familie zu haben und miteinander weitergehen, einander tiefer lernen kennen und wissen, das ist ein kostbarer Glaube im Anderen. Schau, der Paulus selber hat erlebt, dass in einem Bereich von seinem Leben keine Gebetserhörung war. Ein Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht, was es ist. Ob es Krankheit ist, die einen sagen, er ist schlecht gesehen, die anderen sagen vielleicht Verfolgung oder was auch. Und der Paulus hat dreimal gebetet, Herr, nimm das weg. Und Gott hat ihm nur gesagt, nein, nimm das nicht weg. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und weißt du, das ist das Grosse. Manchmal haben wir nichts anderes als Gnade vom Herrn und wir verstehen gar nichts mehr. Aber wir glauben trotzdem an dich. Und am Schluss tut der alte Mann, der Paulus, schreibt in einem 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und das ist eins von meinen Zielen. Ich will den Glauben behalten bis zum Schluss. Egal wie heiß das ist, wenn nur die Schlacke weggeht, auch wenn ich gar nicht mehr verstehe, Gott, ich halte an dir fest. Du bist das Einzige, das Wertvolle und den Glauben gebe ich nicht auf. Und dann kannst du mal dem neben suchen, sagen, gib nicht auf. Behalte den kostbaren Glauben. Behalte den kostbaren Glauben. Es lohnt sich nicht aufzugeben. Bis am Schluss. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Wertvoller Glauben tut sich vergrößern oder vermehren. Der Petrus hat das dann geschrieben, im 1. Petrus, im 2. Kapitel, Vers 7. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Schaut, der wertvolle Glaube kommt von Christus. Christus ist der Grundstein. Letztlich nützt der wertvolle Glaube nicht, wenn er nicht im Wertvoll von Christus ist, weil er ist der Wert. Und nur Christus ist wertvoll. Und der wertvolle Glaube basiert nur auf Christus. Aber jetzt hat er gesehen, das ist wie das Fundament. Und jetzt hat der Petrus gelernt, auf dem aufzubauen, auf dem Fundament. Wir sagen jetzt mal, hier ist das Fundament. Und der erste Stein, wo wir drauf da, hat er gesehen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich halte fest.
Und der Petrus hat dann gemerkt, wie der Glaube sich vergrößert hat. Er ist ja ins Gefängnis gekommen und alles mögliche, Haufen Widerstände von allen Seiten und so. Aber sein Glaube hat sich vermehrt. Ab Pfingsten hat er predigt und 3000 Leute kommen zum Glauben. Er denkt, wow, das ist ja enorm. Und nachher, ein paar Tage später, sieht er nachher der Gelähmte im Eingang vom Tempel stehen. Oder liegen. Ja, gelähmt ist dort liegen. Und nachher ist er zu ihm gegangen, weil er gesagt hat, gibst mir etwas Geld. Dann hat er gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Er hat den kostbaren Glauben, was ich habe, das gebe ich dir. Und er sieht, im Namen Jesus von Nazareth, mein Fundament, in diesem Namen, stand auf und lauf. Und dann ist er aufgestanden und gelaufen. Und Petrus hat sich der Glaube vermehrt. Dann hat er erlebt, wie die Tote Tabitha vom Leben, vom Tod erweckt wird. Und er hat gesehen, wie Wunder passieren. Gewaltige Wunder. Schon nur, wenn er durch die Stadt ist gelaufen, dass der Schatten von ihm hat Leute geheilt. Und der Glaube von Petrus ist immer grösser und grösser und grösser und grösser und grösser geworden. Und schau, so ist es so bei jedem von uns. Er wird grösser und grösser und grösser und grösser und grösser. Wenn ich mit euch rede, vielleicht merkt ihr es selber nicht. Aber oft merke ich, ah, der Glaube ist gewachsen. Ja, dann bei dem ist der Glaube gewachsen. Oh, der ist gewachsen. Wir nehmen das selber nicht so wahr. Aber miteinander reden, merken wir, aha, da ist der Glaube gewachsen. Der hat zugenommen. Und der Petrus hat gesagt, mein Glaube an Jesus, der soll wachsen. Das Nächste. Der Petrus hat dann gemerkt, es geht nicht ohne Geschwister. Als er zum Beispiel verfolgt wurde, ist er rausgekommen, die Engel haben ihn befreit und so. Und dann kommt er wieder zu den Gläubigen. Und das Entscheidende ist, dass wir glauben, dass ihr Kirche innen eine Kraft ist von Gott. Verstehst du? Ihr Kirche verbunden, die wir den Glauben nähren. Und dann merken wir miteinander im Glauben anspornen. Das heisst, wir spornen einander im Glauben. Darum braucht es eine Kirche, eine Kleingruppe oder so. Zum Beispiel jetzt heute im Gottesdienst, hörst du die Predigt? Dann heisst der Glaube kommt aus der Predigt. Jetzt gehst du nach Hause und merkst, wow, ich habe einen Stein aufgesetzt. Ein Glaubensschritt. Mein Glaube ist gewachsen. Oder eben nachher, was ich schon gesagt habe, zum Beispiel eine Kleingruppe, wo man sagt, also mein Glaube wächst im gegenseitigen Ermutigung und so, im Miteinander zusammen sein. Aber Petrus hat es dann eben auch gewachsen, wie ich gesagt habe, in Bezug auf Wunder und Zeichen und Heilung und Befreiungen. Und weißt du, wir sind da noch nicht am Ende. Ich merke, dass das zunimmt. Was noch interessant ist, wenn ich so in anderen Kirchen predige, dass dort die Leute mich manchmal fast eher so als Heiland sehen. Wisst ihr, was ich meine? So ist manchmal ein bisschen blöd, so, aber ich habe manchmal das Gefühl, es kommt fast der Heiland. Aber was ich merke, die glauben oft, weißt, wir kennen ja aufeinander, wenn wir füreinander beten, wissen wir, wie es so geht. Aber die haben manchmal das Gefühl, wenn der kommt, dann passiert es. Es ist manchmal auch ein blödes Gefühl, weil es macht es ja Jesus und nicht ich. Aber was ich merke, in mir innen hat der Glaube auch zugenommen und ich sehe mehr Wunder und Zeichen. Ich sehe auch mehr eine Schärfe an zunehmend Prophetischem. Es hat zugenommen, weißt du? Und ich sage, ich will zunehmen. Wir wollen wirklich zunehmen. Und wir dürfen auch zunehmen, wenn wir für Nachbarn beten. Wenn wir für Leute beten, die drumherum sind. Hey, hat mich so berührt heute Morgen, hat gerade das Dorli mir erzählt, das Abendmahl vorbereitet, wie sie auf Basel ist gegangen und dort im Restaurant eine Frau gesehen, die am Wein war. Und nachher hat sie das Gefühl, kann mal, der will ich weitergeben, dass sie wertvoll ist und so. Und ist zu ihr gegangen und nachher hat sie gesagt, ja, sie hat mich jetzt gerade berührt, wie sie am Weinen sei und so. Sie hat mich so gerade, ja, beschäftigt. Dann schaut die Frau auf und sagt, seid ihr etwa Christ? Dann sagt sie, ja. Sie hat darum heute Morgen gebetet, ob sie nicht einen Christ treffen könnte, der für sie beten würde. Und Dorli hat für sie dürfen beten, weil sie Christ war, für sie zu beten. Das hat mich so berührt, Dorli. Und die Geschichten, ihr seid am Geschichtsschreiber machen. Überall, wenn ihr einen Glaubensschritt macht, auf jemanden zu, merkt ihr, weil mein Glaube wächst. Nachdem geht es uns viel besser als noch vorher. Wenn wir den Glauben weitergeben, wird er nicht kleiner, sondern grösser. Wir haben nie weniger, sondern immer mehr. Und darum dürfen wir den kostbaren Glauben weitergeben. Nachher, was noch interessant ist, was innerhalb der Kirche passiert, hat Einfluss auf unser Umfeld. Die schon länger in der Kirche sind, wissen, vor 10 Jahren hatten wir hier eine Auseinandersetzung mit der Oppositionsgruppe, die so etwas schwierig war. Und wir haben seitdem beten für Einheit. Und gesagt, Gott, gib uns Einheit. Und was wir jetzt erleben, so eine Einheit haben wir, glaube ich, noch gar nie gehabt. Das ist so ein Eins-Sein miteinander. Und jetzt haben wir hier ein Spiezgebet gehabt. Und die Gemeindepräsidentin hat etwas Interessantes gesagt. Sie sehen das Phänomen, das die Spiez ausserordentlich sei, die Einheit.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit dem Seaside-Team zusammenkommen und so und mit denen reden, sagen Sie, was ist außerordentlich in Spiez? Die starke Einheit hier. Das erleben wir sonst nie so. Und wisst ihr was? Was wir als Kirche erleben, hat Einfluss auf unsere Nachbarn, hat Einfluss auf unser Umfeld, hat Einfluss hier auf Spiez, auf das Berner Oberland, auf den Kanton Bern. Weil da ist Kraft. Und wir glauben an den Jesus, der Übernatürliches wirkt. Und eine Kirche hat immensen Einfluss. Und wir glauben auch, dass eben die Kirche weiter wächst. Ich habe zum Beispiel die Woche gebetet, das mache ich immer wieder. Herr, ich bitte, dass der zweite Gottesdienst auch ganz voll ist, dass die Stühle alle zusammen gebraucht werden und so. Und dann, wenn er dem, dass ich da gebetet habe, hat mich wie Gott gefragt, glaubst du es überhaupt? Ich sage, ja mal, ich glaube doch ganz fest. Dann sagt er, nein, du glaubst es nicht. Ich sage, ja, warum denn nicht? Wenn du es würdest glauben, dann würdest du immer für den zweiten Gottesdienst mindestens eine Person einladen. Und du würdest die Kirche motivieren, nicht im zweiten Gottesdienst Leute mit, dass die das machen, dass sie nicht, dass es kommen. Du der Glauben ohne Werke steht. Du kannst nur lange glauben, wenn du es nicht machst, hat es keine Wirkung. Also glaube jetzt endlich und mach's. Okay, melde gehorsam. Das heisst, Glauben hat zu tun mit Tun. Die, die jetzt noch kein wertvolles Kärtchen verteilt hätte, können sagen, ja, nächste Woche, Herr, du führst mich zu jemandem. Am 31. August habe ich gemerkt, dass ich noch einen ganzen Monat niemanden zu Jesus geführt habe, weil meistens ist das der Fall. Und so. Dann hat der Mursi gesagt, ich habe noch niemanden in diesem Monat zu Jesus geführt, ich möchte heute noch einen zu Jesus führen. Dann haben wir da gebetet, dann bin ich noch Besuch machen und dann sehe ich von aussen da einen Mann am Räukeln. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihm von Jesus erzählt. Dann sagt er, ja, der Typ ist mir jedes Mal begegnet. Jesus in der Nacht, den er gesehen, der war wirklich bei mir. Er hat sogar seine Hand auf mich gelegt und so. Dann habe ich gesagt, hast du nicht dem Herz? Nein, das nicht, aber er ist mir begegnet, den gibt es, den weiss ich, das gibt es noch wirklich. Dann gesagt, beten wir doch, dass der ins Herz hineinkommt. Dann gesagt, ja, das machen wir jetzt gerade. Dann haben wir gemacht, dass Jesus in sein Herz hineinkommt. Und er hat so eine Begegnung mit Jesus. Jetzt bin ich wieder vorbeigegangen und gemerkt die Veränderung bei diesem Mann. Weißt du was? Moslems gibt es ungefähr 4'000 pro Nacht, die einen Traum haben von Jesus. Aber jetzt fängt das schon die Spitze an. Das geht also weiter. Und wenn wir geführt werden vom Heiligen Geist zu den Leuten, die offen sind, dürfen wir sie zu Jesus führen. Und wie ich glaube, es gibt eine ganz neue Dimension. Unser Glaube kann wachsen, dass wir ständig Menschen können zu dem Jesus führen und dort erleben, wie das Reich Gottes weitergeht. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch 3 kurze Beispiele erzählen, wer mein Glaube vor allem prägt. Zuerst sind es meine Eltern, das ist ganz klar, das sind die ganz grossen Vorbilder. Aber nachher, dort, wo ich aufgewachsen bin, bei diesem Bauernhof, war meine Frau krank, meine Mutter Krankenschwester, meine Frau natürlich jetzt so, aber meine Mutter Krankenschwester. Und dann zumal hat sie kein Sozialsystem gesehen, sondern hast einfach die Verwandten so gepflegt. Und da war eine Tante, die war gelähmt, die ist nur noch im Bett liegen können, die nicht einmal aus dem Zimmer rauskommen konnte. Aber jedes Mal, wenn du das Zimmer hinein bist gegangen, war so etwas von der Gegenwart von Gott gewesen. Eine Frau vom Glauben hat immer gesagt, Gott ist gut. Hat etwas aus der Bibel zitiert. Du hast gemerkt, das war so die Gegenwart von Gott. Und weißt du, was mir ist geblieben von dieser gelähmten Frau? Ihren kostbaren Glauben. Und weißt du, dass jeder von uns könnte irgendwo ein Grossi oder jemand erwähnen, der gemerkt hat, den kostbaren Glauben. Und weißt du, dass du bist jetzt so jemand, wo die Leute später einmal sagen, der hat einen kostbaren Glauben gehabt. Nachdem die Frau ist gestorben, die Gelähmte, hat meine Mutter eine blinde Frau aufgenommen. Und die blinde Frau ist bei uns daheim gewohnt und so. Und alle am Abend, wenn sie heimkommen vom Heu und so, ist sie schon oben am Tisch gesessen. Und das Erste, was sie gesagt hat, gut ist Abend. Natürlich war der ganze Tag niemand rum. Und dann hat sie gesagt, gut ist Abend. Und der nächste Satz war, Gott ist gut. Und ich sagte, die Frau hat den ganzen Tag gar nichts gesehen. Und sagt, Gott ist gut. Und das hat mich geprägt. Eine Frau, die nichts sieht, nicht einmal mehr eine Bibel lesen. Ich sage, Gott ist gut. Weißt du, wenn du so einen Glauben hast, durch Schwierigkeiten bist und nicht verbittert bist, am Schluss kannst du sagen, Gott ist gut. Das ist ein kostbarer Glaube. Und zuletzt ist noch mein Stiefgrossvater, weil der Vater von meinem Vater ist gestorben und darf auffallen, aber der Stiefgrossvater ist meine Grossmutter nochmal geheiratet. Und er war so ein bösartiger Tyrann. Der hat wirklich meinen Vater plagen bis aufs Blut. Und eines Tages hat er noch Jesus gelernt kennen, weil meine Mutter hat ihn gepflegt, bis er gestorben ist. Und als er Jesus hat gelernt kennen, hat sich der total verändert. Ist alles anders geworden. Er ist wie ein Schäfli geworden. Einfach plötzlich ein lieber Mann. Den hast du nicht mehr gekannt.
Der kostbare Glaube ihm war so wertvoll für uns alle. Es ist noch ganz ein lustiges Mantel geworden. Das hat er davor gar nicht gehabt. Er ist ein bisschen dement geworden. Und manchmal ist er auch ab, gell? Ist er da ach, in die Garstadt und die Bahn gelöst, rausgelaufen. Mehr als einer musste das Zügchen gestellt und ihn aufgeladen und beim Bahnhofvorstand zu Weissenbach wieder abgegeben. Und er hat angerufen, das Gödi ist dann wieder da. Aber er ist auch das Geschenk, dass der Zug ihn nie verwünscht hat. Aber jedes Mal, wenn man mit ihm über den Glauben hat geredet, ist der glasklar gewesen. So klar. Es ist wie, du konntest mit ihm reden, wie einer, der wirklich vom Himmel etwas hat. Du konntest beten, Bibel lesen, über das Wort Gottes diskutieren. So klar. Unterschätze nicht den kostbaren Glauben. Unterschätze es nicht. Wenn du diesen Glauben hast, gib ihn nicht auf. Und gib den kostbaren Glauben weiter. Das ist das Beste, was du Menschen weitergeben kannst. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns den kostbaren Glauben hast gegeben. Und er kommt direkt vom Himmel. Es ist etwas Himmlisches. Und ich danke dir, dass der Glaube uns überdauert hier auf dieser Welt. Dass er in der Ewigkeit Bedeutung hat. Und jetzt danke dir, Vater, dass du uns hilfst, durch Bewährungsproben zu gehen. Du weißt jedes Hirn, wo der Moment durch eine Feuerprobe geht, wo die Schlacke zum Vorschein kommt und was schwierig ist. Herr, hilf, dass der Läuterungsprozess zu einem ganz starken Glauben führt. Herr, und du hast betet für jedes, dass der Glaube nicht aufhört. Und ich bete jetzt auch für jedes Sinn, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich spreche aus, dass dein Glaube sich vergrößert. Dass du schon morgen mehr kannst glauben, in den nächsten Tagen mehr kannst glauben, in den nächsten Wochen. Und ich sage, hier ist eine Kirche, wo wir davon glauben, in neue Dimensionen. Wo noch Grosses erwarten kann von einem grossen Gott. Und Herr, wir wollen das, dich nicht limitieren mit kurzsichtigen Gebet. Hilf uns, Gebet vom Glauben zu sprechen. Hilf uns, Taten vom Glauben zu tun, wo Neues passieren kann. Bitte doch Gott für heute Nachmittag, wenn wir jetzt durch Spiez durchlaufen und die wertvolle Kärtchen weitergeben. Bitte gib gutes Wetter, dass es nicht mehr regnet. Und ich bitte dir, dass wir etwas von der Atmosphäre vom Himmel verbreiten können. Du bist wertvoll. Und viele, die das noch gar nie gehört haben, dass sie vom Himmel her hören, du bist wertvoll. Im Namen Jesus. Amen.